Ja, hey, servus, Horido und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Revieralltag hier bei Rotfuchs Outdoor. Ich bin der Jens und heute wieder im Revier unterwegs. Denn hier im Revier ist ein riesen Mist passiert. Reviereinrichtungen wurden zerstört, es wurden Sachen geklaut. Ja, was konkret passiert ist, erfährst du gleich konkret nach dem Intro. Ja, was ist konkret passiert? Vor circa einem Jahr habe ich ja die alte Kehrung wieder in Betrieb genommen. Da gab es auch eine Folge Revieralltag dazu, die verlinke ich dir mal oben in der Ecke. Dass du weißt, worum es geht. Da habe ich hier unter der Kanzel eine blaue Tonne hingestellt mit Mais drin, eben mit dem Kürmaterial zum Kirren. Ja, irgendwann im Frühjahr kam ich hierher, wollte wieder an die Kirrung, wieder ein bisschen Kirrmaterial in die Kirrtrommel tun. Ja, es war einfach kein Fass mehr da. Dachte ich erst, jemand von den Jagdkameraden, vielleicht das Fass woanders hin, keine Ahnung, aus welchem Grund auch immer, ohne was zu sagen. Hab rumgefragt, hab alle gefragt, keiner hat das Fass weg. Also das bedeutet, das Fass wurde geklaut. Inklusive dem Kanister Buchenholz her, wo ich mich wirklich frage, was willst du als Nichtjäger mit Mais und vor allem mit Buchenholz her? Wer klaut den stinkigen Mist? Ich bin froh, wenn ich es nicht riechen muss. Okay, könnte natürlich auch ein Jäger gewesen sein aus einem anderen Revier, der es durch Zufall gesehen hat. Aber damit noch nicht genug. An der Kirrung, die unweit von hier ist, ging es dann weiter. Die Wildkamera wurde geklaut. Die Kehrung an sich wurde ein bisschen verwüstet. Das Einzige, was noch da war, war eine nutzlose Kehrtrommel, muss man dazu sagen. Das ist die normale, nicht die nagersichere Kehrtrommel. Die Kehrung haben sie zum Glück nicht gefunden. Ja, aber die Kehrtrommel war einfach noch aus einem Grund da. Die war von Brombeeren eingewuchert. Die hat er nicht gefunden, derjenige. Er hat ziemlich zur gleichen Zeit gab es auch Probleme in einem anderen Teil von dem Revier. Am Rand von einem Naturschutzgebiet steht eine Kanzel. Da kam dann eine Beschwerde ins Haus, offizielles Schreiben von, ja, nennen wir es einer Organisation, die dem Naturschutz verbunden ist und verschiedene Ansichten zur Jagd hat. Möchte keinen Namen nennen, möchte auch niemanden beschuldigen, denn ich weiß es nicht, ich habe keine Beweise. Ich weiß nur, der Schrieb kam zur gleichen Zeit, was auch völliger Schwachsinn war. Also es hieß in dem Schrieb, die Kanzel sei aus nicht natürlichen Materialien hergestellt und dürfte deswegen nicht im Naturschutzgebiet stehen. Weiß nicht, ob ein Zusammenhang besteht, war ziemlich zur gleichen Zeit, dass es da wohl hier im Ort einen Ortsvorstand dieser Organisation gibt, der ein Riesenproblem mit der Jagd hat und eventuell auch natürlich ein Problem damit hätte haben können, dass da eine blaue Kunststofftonne steht, die ja natürlich auch nicht aus natürlichen Materialien hergestellt ist. Wie gesagt, ich weiß es nicht, keine Beweise dafür, möchte niemand beschuldigen. Spielt ja fürs Weitere jetzt auch keine Rolle. Es muss ja weitergehen, wollen ja weiter kirren. Jetzt geht es wieder in den Herbst, Winter rein, wieder die Zeit. Es ist jetzt langsam alles abgeerntet, da macht dann die Kehrung wieder richtig Sinn. Da die Kehrung, wie gesagt, unweit von der Kanzel hier ist, werde ich das Ganze wieder hier deponieren. Habe mir aber dazu was überlegt, dass wir nicht die gleichen Probleme weiterhin haben, denn ich habe keinen Bock, alle 3 Monate hier irgendwie eine neue Tonne zu kaufen und da einen riesen Aufriss zu machen. Ja, das Thema war ja, die Tonne war ja blau, die hast du ja schon von weit her quasi unter der Kanzel leuchten sehen, das Blau. Ich habe eine neue Tonne geholt, habe die jetzt mal ein bisschen angesprüht, so grün-schwarz-braun-Töne, einfach versucht, so ein bisschen so ein Camouflage-Muster herzustellen. Der Sinn dahinter soll sein, dass wenn diese Tonne hier wieder unter der Kanzel steht, dass du die erst siehst, wenn du ziemlich nah dran bist und nicht eventuell, wenn du schon da oben vorbeiläufst. Trotz alledem möchte ich mich nicht nur auf die Tarnung verlassen. Ich habe mir jetzt noch so ein Drahtseil und ein Vorhängeschloss besorgt. Muss jetzt mal gucken, wie das Ganze hier irgendwie da
an der Kanzel befestigen kann mit Schloss und Drahtseil. Ja, auch das Drahtseil ist keine Riesendiebstahlsicherung und auch das Vorhänge geschlossen hat. Aber ja, im Affekt, im Vorbeilaufen, wenn du das siehst, ist es doch nicht so einfach, das zu knacken oder das Drahtseil hier durchzuzwicken. Da musst du dann schon wirklich mit dem Bolzenschneider kommen. Oh, so sieht das Ganze jetzt aus. Hier an der Kanzel einfach mal schön das Drahtseil durch, Vorhängeschloss. Die Tonne kriegst du nicht weg und auch nicht auf, ohne den Code zu kennen, das Schloss zu knacken oder den Spaß hier abzuzwicken. Mach ich mal noch den Versuch. Lauf mal einige Meter weit weg und schau mal, wie gut meine Tarnung wirkt, ob man das Fass immer noch von weit weg schon quasi von der Farbe ein Anschreien sieht oder ob es jetzt deutlich besser versteckt ist. Bin jetzt auf halbem Weg hoch zu dem Weg. Ich muss sagen, also ich sehe es natürlich, ich weiß ja, wo es steht und wo ich hingucken muss. Aber ich behaupte, wenn du es nicht weißt und da oben vorbeiläufst, dann fällt dir das nicht sofort auf. Natürlich sieht man es, wenn man direkt an der Kanzel vorbeiläuft, aber gut. Unsichtbar machen kann ich es nicht. Wie du siehst, hier hast du die Kanzel. Okay, die Brennnesseln stehen noch recht hoch vor der Tonne, aber trotzdem. Das Blau hast du da durchleuchten sehen, eine Tarnlackierung eben nicht. Als ich das Ganze damals bemerkt habe, dass die Tonne fehlt, dass die Kehrung zerstört wurde und da auch die Wildkamera und alles geklaut wurde, hatte ich natürlich erstmal riesen Angst, dass auch Kanzeln beschädigt wurden. Hört man ja immer wieder, Kanzel angesägt, Kanzel abgefackelt, was weiß ich, was da den Leuten für Späße einfalle. Muss sagen, die Kanzeln habe ich daraufhin alle kontrolliert. Da waren keine Beschädigungen erkennbar. Danach sind auch Leute drauf gesessen, also zum Glück nichts passiert. Die Kanzeln wurden, wie gesagt, nicht beschädigt. Es war dann doch nur die Kehrung, die einzige Jagdeinrichtung, die zerstört wurde. Und der Diebstahl von den ganzen Sachen. Die andere Kehrung haben sie wahrscheinlich einfach nicht gefunden. Deswegen ist die heil geblieben. Aber trotz alledem, also keine Ahnung, geht mir nicht in den Kopf, was die Scheiße soll, was den Leuten da, was da vor sich geht. Das ist kein Spaß, das ist kein Kavaliersdelikt, das ist ganz knallhart Sachbeschädigung und Vandalismus und Diebstahl. Nagel mich nicht auf die Begriffe fest, ich bin kein Jurist, aber das ist in meinem Verständnis. Man kann ja von der Jagd halten, was man will, aber dann bitte vernünftig drüber diskutieren, mit den Leuten sprechen und nicht einfach Sachen beschädigen, anderen Leuten ihren Eigentum zerstören und klauen. Du weißt jetzt, wie aktuell der Stand ist. Es wird jetzt hier wieder weiter gekirrt. Ich werde die zerstörte Kehrung wieder aufbauen. Ich werde an die andere Kehrung gehen. Und da auch noch ein bisschen umbauen, das Ganze umgestalten. Da ist suboptimal angelegt. Hatte ich letztes Jahr schon mal drüber gesprochen. Hat mir über den Sommer komplett die Zeit gefehlt. Da ja auch zum Jagen großartig keine Zeit gehabt war. Familiär und ja, in meiner Firma, in meinem Unternehmen stark eingebunden. Jetzt ist es wieder besser. Ich habe wieder mehr Zeit. Auf jeden Fall Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dass du nichts verpasst. Es werden wieder mehr Videos kommen. Für heute sollte es gewesen sein. Müssen wir nicht unendlich in die Länge ziehen. Bitte gib dem Video einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Teile es mit drei von deinen besten Freunden. Mich interessiert vor allem auch deine Meinung zu der ganzen Thematik, auch mit der Scheiße hier, mit dem Diebstahl und der Sachbeschädigung. Pack's bitte unten in die Kommentare rein. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen hier umschauen und mal gucken, was da hinten drin im Wald so rumpelt, was da abgeht. Ich wünsche dir Weidmannsheil und vielen Dank fürs Zuschauen.